Ja, hey, willkommen. Mein Name ist AnirolP und ich begrüße mich zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir hier auch das Siegel gebrochen, damit das letzte Siegel sogar gebrochen. Und wir haben jetzt den Auftrag bekommen, zum Turm des Heils zu gehen, damit Colette die Welterneuerung endlich beginnen kann. Yay! Ja, keine Ahnung, was jetzt geistig und körperlich mit Colette im Moment los ist, aber wahrscheinlich kann sie bald gar nichts mehr fühlen und ja, mal sehen. Es hat Gefühl, wir werden das irgendwie herausfinden, wenn wir hier rausgehen. Mann, bin ich gut. Professor Rain, es ist wieder Colettes Engeltoxikose. Ich verstehe, sie soll sich für heute ausruhen. Was ist los, Colette? Ich nehme an, sie hat ihre Stimme verloren. Was? Was? Das gibt's doch nicht. Ach, dann verstehe ich auch die eine Szene aus dem Intro. Hört mir mal zu, ich habe etwas zu sagen. Was? Ich möchte euch erklären, warum ich versucht habe, die Auserwählte umzubringen. Gut, wir werden zuhören. Erzähl uns von deiner Heimat, einem Land, das in dieser Welt nicht existiert. Du weißt davon? Nein, aber du hast selbst gesagt, dass Silbrand gerettet wird. Das kann nur bedeuten, dass du nicht von Silbrand bist. Ja, es ist wirklich eine Schande, dass sich dein Intellekt hier vergeudet wird. Du hast recht, meine Heimat ist nicht hier. Nicht hier auf Silbrand. Was hat das zu bedeuten? Meine Welt heißt Tetahala. Tetahala? Du meinst den Mond? Haha, natürlich nicht. Meine Welt ist nicht auf dem Mond. Die genauen Einzelheiten verstehe ich auch nicht. Aber es gibt eine andere Welt, die mit Silbrand verflochten ist. So wie zum Licht der Schatten gehört. Das ist Tetahala, meine Welt. Habe ich schon mal irgendwo gehört. Also nicht in dem Spiel, aber irgendwo anders. Im zweiten Teil vielleicht. Zwei miteinander verflochtene Welten? Die beiden Welten liegen direkt nebeneinander. Nur dass sie sich nicht sehen können. Unsere Gelehrten sagen, sie existieren in verschobenen Dimensionen. Wie auch immer, diese beiden Welten können sich nicht sehen oder berühren, aber sie existieren nebeneinander und beeinflussen sich gegenseitig. Was meinst du mit beeinflussen sich gegenseitig? Sie konkurrieren um die Versorgung mit Mana. Wenn eine Welt schwächer wird, fließt ihr Mana in die andere Welt. Dadurch wird eine Welt immer gedeihen, während die andere zerfällt, so wie eine Sanduhr. Warte mal, Silbrand ist momentan... Ja, Silbrands Mana fließt momentan nach Tetahala. Daher wird Silbrand immer schwächer. Ohne Mana wird es keine Ernte geben und Magie wird nutzlos. Ohne Mana werden die Elementargeister, die neben der Göttin Martell die Welt beschützen, in Silbrand nicht überleben können. Und dadurch wird die Welt noch schneller den Weg des Zerfalls gehen. Also ist die Welterneuerung der Auserwählten eigentlich nur ein Umkehr des Mana-Stroms? Genau. Immer wenn die Auserwählte ein Siegel bricht, fließt das Mana in die andere Richtung und der Elementargeist, der das Siegel beschützt, erwacht. Ich wurde geschickt, die Weltenerneuerung zu verhindern. Ich bin durch einen scheinbar unpassierbaren Spalt in der Dimension geschleppt, um Tetahala zu schützen. Mit anderen Worten, um den Zerfall von Silbrand sicherzustellen... So könnte man sich auch nennen, aber die Reise der Welterneuerung ist genauso gut ein Versuch, Tetahala zu zerstören. Wir machen im Grunde das Gleiche. Es fällt mir schwer, all dies zu glauben. Ich bin der Beweis. Ich beherrsche die Kunst der Beschwörung, die in dieser Welt längst vergessen ist. Bitte schau mich nicht so an, Colette. Ich weiß, das war nicht deine Absicht. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ich kam hierher, um Tetahala zu schützen, aber diese Welt hier zerfällt langsam und jeder leidet. Aber wenn ich diese Erneuerung zulasse, wird Tetahala genauso ergehen. Aber im Moment hilfst du uns doch, oder? Ja, aber das bedeutet nicht, dass ich Tetahala im Stich lassen kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gibt es denn keine andere Möglichkeit?
Eine Milch für Zeron, Tetala und Colette glücklich zu machen? Das würde ich auch gerne wissen. Hast du dir schon mal überlegt, dass es in der existierenden Welt so eine Möglichkeit nicht gibt? Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, die Krise von Zeron abzuwehren. Und was wäre, wenn wir die Welt nicht erneuern, sondern nur die Designs besiegen? Auch wenn wir die Farm zerstören könnten, können wir nicht davon ausgehen, dass wir in der Lage sind, alle Designs zu eliminieren. Und das Mana wird schließlich auch irgendwann erschöpft sein. Ist das Mana wirklich so wichtig? Ich glaube, nur Magier und Gelehrte machen sich darum wirklich Sorgen. Aber Mana ist vielleicht sogar wichtiger für das Leben als Wasser. Ohne es wird das Land sterben. Mana ist die Quelle, aus der alles entsteht. Zumindest habe ich das so gelernt. Möglicherweise existiert der göttliche Baum des immerwährenden Manas nur in Märchen, nicht in der realen Welt. Wir leben, indem wir den begrenzten Vorrat an Mana langsam aufbrauchen. Warum denkst du, ging die alte Magietechnologie verloren? Weil das Mana aus der Welt verschwand. Richtig, Magietechnologie verbraucht riesige Mengen an Mana. Wenn die Dinge sich nicht verändern, wird Silverond auf langer Sicht gesehen sein Mana verlieren. So wie es die Magietechnologie verloren hat und zerstört. Colette Remi. Ah, du versuchst etwas zu buchstabieren, oder? Genau wie im Intro. Das ich natürlich nicht zeigen konnte, wegen Copyright und so, nehme ich an. Ich werde versuchen, Remil zu fragen. Wie willst du das machen? Du hast doch keine Stimme. Ob es einen Weg gibt, die beiden Welten zu retten. Bringt uns das nicht weiter? Muss ich dich wohl trotzdem töten? Sheena! Wenn es an der Zeit ist, werde ich mich vielleicht wehren. Denn auch ich liebe Silverrand. Ich verstehe. Du willst ein Engel werden, egal was es kostet, oder? Eieiei. Und schon sind wieder irgendwelche komplizierten Plot-Twists hier gekommen. Es gibt andere Dimensionen, andere Welten, oh Gott. Aber da bin ich schon gewöhnt, den Tales of Spielen. Ja, also, boah. Kann ich natürlich jetzt nicht verraten, aber in einigen Tales of Spielen kamen Elemente vor, von denen man am Anfang nicht gedacht hätte, dass sie vorkommen würden. Also, dass jetzt so was Übernatürliches hier vorkommt, das überrascht mich überhaupt nicht. So, wir müssen zum Turm des Heils. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Deswegen gehen wir erstmal zum Umaki-See, weil da ist halt einer und wir haben ja das Buch hier gefunden, das Buch von Botsmann oder wie auch immer der hieß. Und Rain hat gesagt, sie braucht irgendwie mehr Energie, weil ihre Magie reicht irgendwie nicht aus, sie braucht irgendwie so einen Körper oder was weiß ich. Und ich will Colette retten, deswegen brauchen wir das Einhorn, hat sie gesagt. そんなにも衝撃的だったか。お前は何も感じないのか。ミコは天使になって世界を再生する。今の状態は試練だとレミエルは言っていた。じゃあ同じ天使って存在なのにコレットとレミエルはどうしてこんな風に違うんだ。それはミコがまだ未完全な天使だからだろう。完全な天使になればコレットの状態は元に戻るのか。 さあ。お前。私に当たってもどうにもなるまい。ではミコに再生の旅をやめさせるか。シルバラントの全ての命を犠牲にして。分かってる。分かってるよ。そんなことはできないんだ。でも助けてやりたいんだよ。はいはいはい。もうすぐビジネスベッセイ、ganze Welt opfern。 Für ein Mädchen. Ist das nicht das Thema von Tales of Xillia 2? Wirst du bereit sein, die ganze Welt zu zerstören für ein Mädchen? Da war doch das Thema davon, oder? Nur so nebenbei. Kam vor 2 Tagen raus. Ich hab's noch nicht. Wow. Auf dieser Seite gibt es also noch Einhörner. Wer Kontakt mit ihnen aufnehmen können? Das Horn des Einhorns? Ja, für Meister Botsmanns Heilverfahren brauchen wir das Horn des Einhorns. Aber wie kommen wir darüber? Können wir nicht zu ihm hintauchen? Solange kannst du die Luft nicht anhalten. Was?
Verdammt, können wir denn gar nichts tun? Es gäbe eine Möglichkeit. Welche? Wir könnten Undine beschwören, um das Mahlen des Wassers unter Kontrolle zu bekommen. Undine muss irgendwo in dieser Welt sein. Undine, du meinst den Elementargeist? Keiner von uns kann die Elementargeister beschwören. Ich habe noch keine Bündnisse geschlossen. Aber wenn ich einen Pakt eingehe, kann ich die Geister beschwören. Jetzt, wo du es sagst, du hast gesagt, du könntest Beschwörtechniken verwenden. Bist du eine Beschwörerin? Ich bin eine Magierin der Wächter, aber ich kann auch beschwören. Ich dachte, die Kunst des Beschwörens sei vor langer Zeit in Vergessenheit geraten. Es gibt sie noch. Aber wenn ihr kein Interesse habt, werde ich euch nicht zwingen. Nein, wir brauchen das Horn. Bitte hilf uns, China. Okay, dann gehen wir zum Siegel des Wassers. Das sollten wir Undine finden. Der Tod aber ist hier, stimmt's? Gehen wir. Okay. Ein ziemlicher Umweg. Stimmt. Halt, schlechte Angewohnheit. どんな風に契約するんだろうな。早く見て。またそんなこと言って。途中で飽きるのではないか。うるさいな。興味があるんだから仕方ないだろう。興味があるのはいいけどさ。飽きっぽいのが問題だというのだ。うるさいな。二人で畳みかけるように言うな。うるさいってことはないでしょう。お前の姿勢について言われているのだぞ。 Ah, schön. Ich wollte schon sagen, man sagt Wayne irgendwie was zu dieser Situation. So, wir müssen jetzt zum Tola-Geysir. Oh, leck mich doch, der ist doch verdammt weit weg. Der Tola-Geysir. Was? Ja, von da aus ist halt nicht so weit weg, ist klar. Wir müssten... Boah, wie kommt man da? Wir müssten in der Nähe von Palma Costa, war da doch, ne? Palma Costa ist... Oh Gott. Er kann ein bisschen dauern. Ich gehe mal jetzt zum Haus des Heils. Vielleicht kann mich da irgendjemand teleportieren zu irgendeinem Ort. Boah, meine Nase juckt. Ich muss gleich niesen, ey. Habe ich irgendwie jemand hier mitnehmen vielleicht? Ich muss nach Palma Costa zum Tola-Geysir und so. Hab wieder nicht. Eieiei. Das könnte natürlich ein langer Weg sein und ihr werdet alle mit dabei sein. Da ist Asgard. Da, mein Gott. Obwohl von da aus nur. Kann man da nicht. Ist da nicht einer, der uns eine Abkürzung anbietet? Ich hab mit 4 gerückt, Mann. Oh, wie gesagt, echt nichts mehr. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Colette. So, dann müssen wir hier durch, ne? Ich glaube, da nimmt uns doch irgendjemand mit, oder? Du? Okay. Ich glaube, du, ne? Hey, was sagst du jetzt eigentlich so? Wir haben die ganzen Siegel gebrochen. Aber wir haben alle Siegel gebrochen, die ja angegeben sind. Ja, wir sind awesome. Ich glaube, der eine da, der jetzt gerade stand, den nehme ich mit, oder? Hä? Geh weg, ey. Ja, aber da müssen wir eben so groß durch die Gegend laufen. Warte mal, so weit ist das jetzt gar nicht mehr entfernt, ne? Jetzt eigentlich nur noch da gehen. So. Na gut, ey. Ich hoffe, er hat irgendwie keine Auswirkungen darauf. Auf die Geschichte, wenn wir jetzt uns ein bisschen Zeit lassen, ne? Ich glaube ja nicht, oder? So weit entwickelt ist das Spiel auch nicht, oder? Aber sowieso allgemein hier so ein Verdacht, was die ganzen Entscheidungen, die wir treffen, ja. Auswirkungen haben. Wir haben ja schon ein paar Entscheidungen hier treffen müssen. Jetzt nicht so locker waren.
Ich glaube, da am Strand ist das dort direkt, ne? Streben nach Stärke. Kratos. Nanda. Ore, tsuyoku natta no kana? Tashika ni ken no ude wa agatta na. Daga. Daga. Sore dake de tsuyoku natta to wa ienu koto wo shitte iru no kano? Dakara kikazu ni wa ore nakatta. Omae no motomeru tsuyosa. Omae no motomeru michi ga nan nano ka? Sore wa omae ni shika wakara. So da na. Daga. Tatakai no jijitsu demo. Mada omae no shiranu koto ga aro. Nagama to tomo ni tatakai, teki o tao shite iku. Sono saki ni mieru mono ga aru no kamo shiren. Wakatta na. Itsuka mitsukaru to shinjite, ima dekiru koto kara yatte miru yo. Rashiku nakatta ka na, ore. In den Trainingshandbuch wurde Meisterschaft hinzugefügt. Okay. Boah, Trainingshandbuch. Bin ich auch mal hier, ne? Das ist ein Trainingshandbuch. Ist er nicht hier? Synopsis? Wo ist das verdammte Trainingshandbuch? Album? Ach ne, sind alle. Und so, jetzt kann ich auch mal reingucken. Stehbar, ja super. Wo ist der Trainingshandbuch? Bin ich blind oder was? Ja, bin ich. Meisterschaft. Gerade. Kämpfe werden in gerade gemessen. Ach so, ja, das kenne ich. Wenn ich darauf achten möchte, wie gerade zu erzählen, passiert vielleicht etwas interessant. Was? Strebe immer nach den höchsten Graden für beste deine Kampftaktik. Okay. Stilvoller Abgang. Wenn ein Gegner im Kampf stilvoll besiegt wird, gibt es zur Belohnung einen stilvollen Abgang. Stilvollen Abgänge haben die Chance, nach einem Kampf ein Item zu halten und haben einen direkten Effekt als ein Grad. Kämpfe mit Ziel und hol den stilvollen Abgang. Wenn die Anzeige der Unisor-Attacke auf Max steht, kannst du sie jederzeit aktivieren. Nutze ihre Charakteristika und setze eine U-Attacke nach einer Level 3 Spezialattacke ein. Setze U-Attacken, um eine gegnerische Kombo zu entgehen. Lerne U-Attacken zu verstehen, sie können mehr als nur höheren Schaden verursachen. Inventargeister, ja, okay, das kann ich ja nicht machen. Da fällt mir gerade ein, wo ist das hier? Boah. Ich kapier das gar nicht, ey. Fireball, Stormblast, Demon Fang. But night, but. Egal. Jetzt hat es nur geklappt. Na gut, dann gehen wir mal zum Todergeisier. Ich hoffe nicht, wir müssen irgendwie einen Boss kämpfen oder so. Aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, ja. So, dann noch mal hier rein, weil Rain liebt das ja so. Oder hier rein. Ach so, nee, ich muss ja wieder so eine Karte holen oder irgendwie was. Hi. Ach, jetzt will es kein Geld mehr, okay. Schön. Alles klar, warte mal, ich will was ausprobieren, ja. Wir haben HP verloren, ja, okay. Dann Rain 236. Ach, wir können halt jederzeit wechseln, okay. Das ist auch cool. Okay, wenn man einmal gelernt hat, dann hat immer okay. Ja, das ist gut. Ich spreche mal lieber hier. Weil, wer weiß, was da jetzt auf uns zukommt.
Könnte eigentlich einen Schnitt machen jetzt, ne? Ja, gehen wir zu meinem Lieblingstempel. Weil ich kann ja so gut klar irgendwie in dem Ding. Naja. Da ist noch keiner hier reingegangen, die Brücke ist die ganze Zeit hier. So, ich nehme an, wir müssen wieder ganz tief rein. Und ja. Dann finden wir Undine irgendwo. Ja, geh weg. Wird ja wohl noch alles offen sein, ne? So, wo musst du schon mal hin? Hier oder? Ja, direkt, okay. Na, Undine, bin da. Gib mir deine Macht. China, bitte mach das mit dem Pakt. Okay, ich werde mein Bestes geben, auch wenn ich etwas Angst habe. Wollte direkt zu den anderen auch gehen, ne? Okay. Hallo. Du, die du das Recht hast, die du das Recht des Pakts besitzt. Ich bin an Mythos gebunden. Wie ist dein Name? Mythos? Der Held des Kalan-Krieges? Mythos war also nicht nur ein Schwertmeister, sondern besaß auch die Fähigkeit des Beschwörens? Mythos ist ein geläufiger Jungenname. Es muss sich nicht unbedingt um Mythos, den Helden, handeln. Ich bin China. Ich möchte einen Pakt mit Undine eingehen. So wie die Dinge momentan liegen, kann ich es nicht. Warum nicht? Ich bin bereits an einen Pakt gebunden. Ich kann nicht zwei Bündnisse zur gleichen Zeit eingehen. Was? Du meinst deinen Pakt mit diesem Mythos? Was soll ich jetzt nur tun? Darüber haben sie im Forschungsinstitut nicht gesagt. Kannst du sie nicht dazu bringen, ihren alten Pakt aufzugeben? Aber wie? Wir wissen noch gar nicht, wer dieser Mythos ist. Ein Elementargeist verlangt ein Gelöbnis. Solange der Bündnispartner sein Gelöbnis aufrechterhält, bleibt auch der Pakt bestehen. So ist es. Ich weiß, ein Elementargeist prüft das Gelöbnis und nimmt dann das Bündnis an. Exakt. Alles, was du machen musst, ist Lloyds Vorschlag zu folgen und die Aufhebung des bestehenden Bündnisses und einen neuen Pakt zu fordern. Vielleicht hat der vorhergehende Bündnispartner sein Gelöbnis gebrochen. Ja, vielleicht ist er auch schon verstorben. Ist das wirklich so einfach? Ich denke, du könntest es einfach nennen, aber wenn der Bündnispartner noch lebt und sein Gelöbnis nicht gebrochen hat, dann gibt es nichts, was wir tun können. Okay, ich versuche es einfach. Undine, ich bin China. Ich bitte dich, den Pakt mit Mythos aufzuheben und einen neuen Bündnis einzugehen mit mir. Bevor ich einen neuen Pakt glaube, muss ich deine Ehrenhaftigkeit prüfen. Zieht eure Waffen, das war zu erwarten. Was? Wir müssen kämpfen? Lasst uns beginnen. Okay. Da könnte böse ausgehen. Mein Gott, hier. Okay, 13.000. Ich möchte mal, wenn schon, dann auch China steuern. Also sie muss ja einen Pakt angehen, ne? Hallo? So. Mein Gott. Wie klappt das mit den Unisortagen? Manchmal tue ich diese Spezialdinger einsetzen, ne? Oh Gott. Oh Gott, ich bin sowas von tot. Aber du auch gleich. Nein, ich möchte dich drin beschwören. Los, Kratos. Oh, ein bisschen draufhauen. Oh Gott. Ah. China verreckt allgemein ein bisschen schnell, kann das sein?
Whoops, no. Nein, jetzt darf ich auch noch rein. Bitte nicht auf mich. Nein, auf Glenn ist auch blöd. So, also mal aufhören mit Spread jetzt. Gibt's doch nicht. Ja, wenn sie nur das einsetzt, kann man das locker. Na, Kratos. Na, ich brauche bessere Heilgummis. Jetzt aber nur Spread ein, ey. Gibt's doch nicht. Da gibt's doch nicht, hör doch mal auf damit. Ah, jetzt hat sie auch noch einen Kraftschub, ey. Ich glaub's nicht. Oh, ich hab Overlimit. Oh. Mein Gott, hör doch mal auf damit. Voll am Spam ist die. Boah, es ist auch noch Kraft gleich tot, ey. Gerne mal. Oh, sie hat gleich keine TP mehr. Gut. Ha! Was sagst du dazu? Sie hat keine TP mehr gleich. Ja, ich hätte noch 2 TP. Gut. Oh. Hey, oh Gott, Hilfe. Genis. Kratos. Nein, geh weg. Ich meine, das gibt's doch nicht. So, du gehst auf Kratos los, ne? So können wir die Items immer so schnell einsetzen, ne? Und Genis, du gehst schon wieder volle Möhre auf die los, ne? Okay, der Kampf hat zumindest mal in sich, ey. Ich setz mal Corinne ein, wenn die nicht auf mich losgeht aus irgendeinem Grund oder auch nicht. Mann, was ist denn das, ey? Immer wenn ich mein scheiß Overlimit hab, ey. Aber ich habe immer noch Overlimit, gut. Ah, gibt's doch nicht, hör doch mal auf damit. Boah, wie die mich kaputt haut, ey. Ja, noch so viel. Oh, Spike. Ich hab mich sowieso jetzt wieder kaputt, ne? Alter, ey. Der ist aber in sich. So, Corinne. Der ist ja irgendwie nicht auf mich los, Gott sei Dank. Ma! Corinne. Los! Was? Warum hat sie jetzt wieder... Zieht sie auf mich? Warte. Die hat null. Ach, sie bekommt ja auch durch jeden Schlag Dings, ne? So, Corinne. Das ist nichts abgezogen, aber egal. Damit können wir sicher angreifen. Hör auf, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Komm schon, ein paar HP noch. Komm schon, komm schon. Jawohl. Wunderbar. Ah, Schutzengel gefunden. Cool. Hervorragend. Nun spricht dein Gelöbnis. Auf welchem Gelöbnis soll unser Pakt beruhen? In diesem Moment gibt es Lebewesen, die leiden. Ich gelobe, diese Lebewesen zu retten. Ich habe verstanden. Meine Macht wird dir zur Seite stehen, Sheena. Hei. Der Kampf hat es in sich. Da müssen wir nur 3-mal machen, nehme ich an, ne? Sheena, du hast es geschafft.
Wow, Glückwunsch. Wow, Glückwunsch. Danke, Colette. Okay, wir können endlich zu dem Einhorn. Und vielleicht können wir auch Colette helfen. Ja. Kratos, Sie besitzen ein erstaunliches Wissen. Ich hatte einen Bekannten, der sich ein wenig mit Elementargeistern auskannte. Das ist alles. Ich verstehe. Erhalten, Aquamarine. China lernt Escil Water. China lernt Summon Water. Okay. Sie kann Wasser beschwören, was zum... Na gut, dann. Schwörerin China, das gucken wir uns im nächsten Part an. 31 Minuten! Was zum... Octopunch, was? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein wichtiger Gegner gewesen, aber egal. So. Egal. Ich speichere hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!